Also, wie gesagt, egal wie lange es dauert, wir machen einfach mal den einen Run, ja? Mhm. So, jetzt ist halt hier ein anderer Schiffschlüssel. So, High Threated Area. Oh, mit Ice Storm, das ist cool. Und ich muss Protect the Emergency Batteries machen. Die sind hier. Ja. So, wir wollen die natürlich. So. Diese Kuppeln heißen, die halten einen Treffer for free aus. Oh. Ach, das war ja die Fähigkeit, die du vorhin hättest kaufen können, ne? Genau. So, Ice Storm macht. Will be frozen. Okay. Okay, dann bist du halt gestuckt, ne? Kannst du dann nur nicht bewegen oder auch nicht angreifen? Lol, der hat den echt gestuckt mit dem Scheiß. Das weiß ich gar nicht. Ice Storm kenne ich noch nicht. Ach so. Das werden wir mal rausfinden hier. Ja. Was ist denn das für ein komischer grüner Krabbelkäfer? Also der hat. Was hat der gemacht? Der fette Käfer hinten? Der hier hat das hier geworfen, was mich gebindet hat. Heißt, der bleibt auf jeden Fall im Eissturm stehen. Was mich gerade mega abfuckt. Also das Ding kannst du nicht töten. Doch, das kannst du töten, theoretisch. Könntest töten. Rein. Aber dann hast du halt einen Turn verloren, ne? Ja. Aber das ist doch eine Fähigkeit, die einen Schaden macht, oder? Ja, ich hab, ja, aber der kann halt selbst nicht drauf schießen. Ich muss gerade kurz überlegen. Moment, wir haben zwei Attacks gerade nur. Er greift den hier an, aber der ist geschildert im Zweifel. Mhm. So, das heißt, ich könnte mit dem einfach einen nach vorne laufen und den Airstrike rufen. Er macht das hier kaputt. Genau. So, daraufhin wird meiner ein nach links geschoben und dürfte sich dann aber bewegen können. Dann kann ich den bewegen. Wenn der dann da hinten steht, kann ich mit ihm da drauf schießen, um ihn dann ein nach rechts zu machen. Du darfst noch nicht zu weit weg, ne? Dass du nicht wieder. Genau, aber was mache ich mit dem? Wie weit kann dein Mech? Ah, pass auf, ich mach das so. So? Ja, dann kannst du da ja. Ne, das war jetzt aber voll doof. Nee, Scheiße, weil jetzt kannst du nicht freilegen. Oh nee! Hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Das ist ja der gleiche, der auch den Artillerieschlag macht. Ja. Scheiße, was kannst du mit dem Mech machen? Ah, dem fehlt ein Feld. Dem fehlt ein Feld in alle Richtungen. Nicht schlecht. Ja, also ein weniger sogar noch. Ja. Wie viel Schaden macht der Eissturm? Ah ne, der freest dich einfach nur für die Runde. Das ist aber auch nicht so schlimm. Könnt ihr mich da vorstellen und den einmal tanken. Und dann? Und dann mit dem Luftangriff das hier holen. Ja. Dann ist der frei. Und er kann unten den wegmachen. Der geschätzt hier hin und der macht unten den weg. Ja, ist wahrscheinlich die beste Alternative. Dann hast du zumindest noch das Schild am Leben. So. Zack, weg. Geil. Ja, jetzt. War doch ganz okay. Du kannst zumindest nach vorne laufen, damit du gleich an die Leute drankommst. Hätte es hier nicht Sinn gemacht, sich auf die Fläche zu stellen, wo das Vieh jetzt rauskommt? Ja, welchen Damage gekriegt? Ja, aber es ist nicht ein Damage besser, als jetzt hier vier Viecher zu haben. Also gerade bei deinem Tank. Weil jedes Vieh nervt dich ja, oder? Also, was ist das denn? Ja, pass auf, machen wir jetzt relativ simpel. Ach, die haben jetzt auch eine Artillerie. Ja, ich knall. Ja, das funktioniert nicht. Nee. Das Artillerie, ich würde in die Mitte reinhalten auf das Artillerievieh, dass das wegkommt. Ja, so. Ach, das hat sogar nur zwei Leben. Geil. Kommst da wieder nicht hin, ne? Fuck me, Alter. Das ist hart. Ja, okay, ich meine, der Schaden ist nicht ganz so schlimm. Weil der geblockt wird. Aber ja, der wird Panzer freikriegen, ne? Ja, der wird aber einfrieren. Okay. Ja, da habe ich richtig fail gespielt mit dem. Holy moly. Tja. Hast du dann beim nächsten Mal quasi auch, 9, das heißt, er verliert seine Boni. Oh nein, er hat den Airstrike auch nicht mehr. Das heißt, das weiß ich gar nicht, ob solche Boni auch verloren gehen.
So. Boah. Hart. Also, was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist den weg. Ja. Und wir stellen den einfach mal näher dran. So, jetzt spawnen noch zwei. Mhm. Shit, ey. Aber er hat zumindest den Timepod geholt. Ja. Der ist jetzt zumindest sicher. Ja, gut. Gleiches Prinzip wieder. Dankeschön. Ja. Oh. End turn. Last round. Er schießt. Wir haben gewonnen. Aber mit Verlusten diesmal. Fuck, 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 ey. Aber die Leute freuen sich. Ja, klar. Aber kann das sein, dass du für immer eingefroren bist? Ja. Also nicht nur für eine Runde. Nee, bis du den befreist. So, was gibt's jetzt hier drin? Smoke Drop und ein Core. Cool. Ja. Danke. Jetzt krieg ich halt einen neuen Piloten. Also gar keinen in dem Fall. No Pilot. Jetzt habe ich einen Basic AI Pilot, nur ohne Leben. Der halt keine... Ja, dann sind das nur die Sachen, aber es ist nicht die Fähigkeit selber. Also dein Airstrike ist halt noch da. Das ist gut. So, aber ich werde jetzt den so rum ausrüsten und dem das hier geben. Ja. Weil der immer einen Schritt langsamer ist. Das stimmt. Take less than 3 grid damage. Okay. Freeze and defend both robots. Und da haben wir defense the robots. Okay, komm. Let's rock. Die Robots soll ich defenden? Die stehen ja sonst wo. Ja. Da sind direkt fette Viecher auch dabei. Und er wird auf jeden Fall wieder irgendeinen Scheiß schießen. Ja, er wird wieder einen festhalten, ne? Ja, stell dich da hin. Shit, ey. Kann die Artillerie aber die ganze Karte schießen? Ja. Oh, das ist cool. Oh, das ist aber gut. Hat er wenigstens kein Verlier da festgehalten. So, die machen halt super viel Schaden, halten aber nichts aus. Das heißt, den kann ich mit dem sofort einfach weg. Alter! Ein Leben hat er nur. Krass. Muss nur die Artillerie-Bongos. Kannst du nicht den Fetten ins Wasser schubsen? Ne, da ist Eis noch, ne? Da ist noch Eis, ja. Aber ich kann so machen. Bams. Mich wieder aufs Land holen. Und den einfach killen. Ja. Kommen zwar zwei neue, aber... Ah genau, hier scheiße, hier müsste jetzt so eine Minispinne kommen, ne? Ja. LOL, da spawnt was. Oh, das ist aber ätzend. Die legen halt immer solche geilen Ice-Traps immer hin. Ach, das sind Fallen, okay. Aber wenn die da reinlaufen, halt zack. Ja, zack, sind die weg. Außer cool. Okay. So, den einen ins Wasser schubsen. So, den könnten wir so machen. Den könnten wir so machen. Und den unteren könntest du mit der Artillerie. Ja, den unteren kann ich mit der Artillerie nach hinten schießen. Ja, und dann hast du noch ein Feld, was nicht sogar bedient wird. Genau, so. Gut. So. Zack. So. Nice. Jetzt spawnt zwar nachher unten da wieder so eine Scheißspinne. Ach nee. Ja, aber das war was anderes. Nee, genau. Das war ein anderer. So, ihr rennt weiter weg, hoffe ich. Ah, nee, ihr seid dumm, okay. Nee, ist doch gut, da kann auch kein Vieh rein. Da sind auch Eisfallen davor. Bei dem einen zumindest. So, okay. Also. Der schießt auf den, muss verteidigt werden. Der muss verteidigt werden. Also wäre... Und hinten der. Also alle drei muss im Endeffekt. Nein, das wäre auch nicht klug. Wenn ich so mache, habe ich zwei verteidigt. Nee, habe ich nicht. Nee. Doch. Ich mache so. Knüppel den weg. Ach, dann bricht der einen auch. Genau. Und mach so. Der eine, der frei ist, der greift dann auch nicht an. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen vor dem Zug. Aber der ist ja dann an? Erst frei. Nee, der neue, der freigelegt wurde vom Eis. Der Achso, greift nee, der, halt nicht der mehr greift an. Nicht mehr an. Nee. Okay, dann ist ja gut. Ja. Ah.
Beim Rauch kannst du nicht schießen. Ah. Die das Felder bleiben dann auch so. Genau. Das heißt, er muss sich jetzt aber so weit bewegen. Ah, jetzt ist wieder so ein scheiß Wichser gekommen. Oh, jetzt ist er in seine eigene Falle gelaufen. Ist ja nice. Das macht ja nix. Ist er dann auch geschützt vor einem Schaden? Ja. Oh, das ist eigentlich ziemlich smart. Ja, weil der, siehst du, der macht jetzt null Damage, weil der erst hat Eis kaputt gemacht. Er schießt aber auf unten, den. Genau, da musst du gucken, das ist sehr brüchig schon, das Eis, ne? Ja. Da darfst du selber nicht so reinballern. So, deswegen gehen wir mit dem dahin, kloppen den weg. Mhm. Mit dem gehen wir hier hin. Aber da, nein, tun wir nicht. Mit dem gehen wir erstmal dahin, schießen den einen rüber. Mhm. Jetzt trifft keiner. Beide Robots sind verteidigt, alle schießen nochmal und wir haben die Runde gewonnen. Geil! Wunderbärchen. War jetzt schon ganz gut. Da sind nochmal zwei Reputation Points. Siehst du, und deswegen sind Reputation Points aber auch so wichtig am Ende, dass du halt dann die ganze Zeit die Möglichkeit hast, die auszugeben. Also dann schaffst du es halt nachher im Late Game nicht. Dann schaffst du vielleicht die erste Insel ohne den Quatsch, aber danach kommst du halt nicht weiter. Also du brauchst schon einiges. So. Das hier musst du überlegen. Genau, die beiden Robot Factories und das müssen undamaged bleiben. Machen wir so, so. Und die Klepp. Und so, erstmal. Aber es gibt keine größeren Karten, die jetzt noch größer sind als die Fläche jetzt, nee, oder? Das ist die maximale Größe. Ja. Lol, das ist. Okay. Das macht alle vier Felder drumherum. Das ist assi. Okay. Den könnten wir da hinstellen. Dann haben wir den kaputt. Er sorgt dafür, dass. Was ist das denn für ein Vieh? Cannon Robot. Defensive Robot Factories. Robot Factory. Okay. Hä? Ne, der produziert wohl einfach nur Robots gespawnt, noch. Wahrscheinlich, ja. Okay, ja gut, dann. Kannst du mit der Artillerie, wenn du zwischen die unten schießt, mit dem Knockback quasi noch die Spinnenweben wegmachen? Ich. Vielleicht, wenn ich halt bis dahin gehen würde. Nee, mach mal ein. Genau da. Ah, da geht nicht. Nee, bis dahin komme ich nicht. Ich kann nur bis dahin laufen. Ich dachte, du kannst über die ganze Karte schießen. Ja, aber nur laufen. Der kann ja nur. Pass auf, ich. Kann halt nur in einer geraden Linie schießen. Ne? Ach, du kannst in der. Ah, lol! Gut, dass ich das jetzt auch mal mitbekomme. Ja, du hast immer die Bewegung gemacht, wenn ich gesagt habe, schieß mal dahin. Ah, ja. Okay. Ah. So, also der muss auf jeden Fall weg. Der muss weg. Das sind die beiden wichtigen. Ja, und das Vieh ist halt auch kacke, ja. Aber, heißt, ich würde jetzt so machen. Ja. Dann. Das war richtig dumm von mir. Das war 10 von 10 doof. Habe ich nämlich das falsche Feld erwischt. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt so machen und du schießt, ist halt. Dann musst du das halt auch machen, ne? So, natürlich. Ja. Damit der den nicht trifft. So, der Roboter, der stirbt, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich egal, nur ja. Support oder so. Ja, und der macht halt. Moment, wie viel Leben hat das für eigentlich? Ich das eigentlich? Bringt mir das irgendwas? Naja, nee. Das bringt mir gar nichts. Wird mir den noch aufbewahren. Ja. Kloppen wir den aber nieder. Zack. Macht halt 5 Damage, das Vieh, das ist schon stark. Ja, hat jetzt aber nichts gemacht, dass das Ding dann einfach verschwunden ist. Das ist so gut. Gott, das Vieh nervt mich jetzt schon. Ach, come on, ey, das ist so nervig, das Ding. Okay. Hm? So, wie machen wir das jetzt? Hier, den Fünfer, den kannst du ja. Oh, wie viel hat der? Ich könnte die beiden wegschieben. Der greift auch zuerst an. Wie viel Schaden macht der? Ein. Also, wenn ich da hinschieße, schiebe ich den dann nach links. Okay. Naja, verdammt, da passiert auch nichts. Der kann nicht nach links, weil der scheiß Berg ist. Ja, genau. Könnte so rum machen. Hilft mir auch nicht. Nee. Könnte. Ne, der Feuerschaden kommt zuerst. Scheiße. Auch nicht gut. Alter, das sind jetzt 1, 2, 3,
4 Dinger, die du handeln musst, ne? Ja. Und 2 Dinger sind nicht bewegbar aktuell. Ja, ich glaube, damit wärst du... Ach, die dürfen dann gar nicht angreifen. Nee. Dann hättest du 2 schon mal raus. Ja. Aber der eine, den... Aber was mach ich mit freilegen. Dem? Genau. Wobei, den kannst du doch wegschießen, oder? So. Ich könnte mich selber wegschießen. Nee, du kannst doch mit dem Tank selber das Vieh wegschießen, oder nicht? Ja, das stimmt, aber er macht auch die Smoke Drop. Er kann nur 1 von beiden machen. Ach so, ach, er macht auch den Smoke Drop. Okay. Okay. Also macht er den Smoke... Ja, er macht den Smoke Drop. Da hast du aber in der Mitte den noch, ne? Ja, ich weiß. Deswegen muss ich auch überlegen. Nur deswegen habe ich noch nicht hab ich noch nichts gemacht. So, er kommt da noch nicht raus. Also mit dem Smoke Drop kann ich die beiden. Das ist schon mal ein Vorteil. Du hast ja noch einen Airdrop, hast du da auch, oder? Ja, den Airdrop habe ich auch noch. Du kannst da den Panzer freilegen und mit dem Panzer noch was machen. Darf ich den steuern? Nee. Nee, anscheinend nicht. Nee, darf ich nicht. By the way, du brauchst einen neuen Link. Den gebe ich dir mal ganz kurz. Okay. Weil, die Sachen immer nur eine halbe Stunde halten von Nvidia. Aber du kannst einfach reinkommen. Nur eine Stunde. Echt? Cool. Echt, ja. Dem ist leider so. Okay. Eine gute Frage, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, du musst auch freigeben, Bram. Na ja, jetzt. So, ich könnte... Nee, kann ich auch nicht. Oh Mann, das ist jetzt... Also wenn du eine Idee hast, hau gerne raus, wa? Also du kannst doch mit dem Luftschlag den rechten wegmachen, dann wird ein Panzer freigelegt. Mit dem ihn Panzer, hier. Genau, dann könntest du den freilegen mit dem Luftschlag. Mach nochmal neu. Dann ist der frei, dann könntest du mit dem Panzer, könntest du den einen angehen, der dir noch im Weg ist. Aber du müsstest dich in das Feuerfeld stellen. Und tanken. Ja. Den kannst du nur ins Feuerfeld schießen. Da hat er immer noch 2 Leben. Gegen das Gebäude kicken. Das war scheiße. Ja, alles oder du so machst geil, mit dem oder? Luftschlag den letzten halt weg. Also dass der weggekickt wird. Ah ne, das ging ja auch nicht, ne? Weil du dein eigenes Gebäude triffst. Ja, oder? Gerade... Mach mal den Luftschlag auf das, weiß nicht genau, wie er funktioniert. Ja, ja, genau. Also da, wo ich hinstelle, genau. Aber was ich machen könnte, ich könnte so machen. Das macht ja keinen. Du machst doch kein Gebäude-Damage mehr. Ja, dann ist doch easy. Ja, pass auf, dann macht er, wenn ich hier machen würde, wird er in einer rechts gehen. Genau. So. Und dann? Dann machst du die Smoke und mit dem anderen, mit dem Luftschlag, machst du den einen, rettest du den Panzer, dass der nicht stirbt. Das stimmt. Also mach ich so, klack. Genau. Mit dem mach ich den Smoke hier, genau. Mit dem Luftschlag. Haust du den weg? Hau ich den weg. Da musst so du nur richtig weghauen. Ja. Vom Berg aus. Ich verstehe. Machen wir das doch mal. So. So. Du machst die Smoke. Tag ist cancelled. Und du? Muss. Nee. Ich würd das Vieh wegkicken. Das macht sogar noch Schaden. Ah, nee, es geht. Ach, jetzt ist das Ding im Weg. Okay. Nee, der bounce dagegen. Nee, dann ja, ich muss mich selber. Ja. Das ist okay. Alter, ey. Das sind ganz schön viele Viecher. Ja. Jetzt gibt's hier noch die Minispinne und da das Vieh. Das wird gleich wieder schießen. Der wird den wieder festmachen. Okay, das ist aber okay. Oh. Das ist nicht okay. Aber aktuell wird noch kein Gebäude angegriffen. Jetzt. Ah ne, oben werden 2... wovon werden die denn oben angegriffen? Guck mal, der eine Artillerie schießt da drauf. Wer schießt noch da drauf? Auf die beiden Gebäude hinten. Der Roboter? Was ist das denn? Das ist ein Böser.
Das ist alles böse. Klar. Warum? Okay, das ist nicht so cool. Boah, Alter, Jungs, jetzt macht er mir aber nicht schwach, ey. Das haben wir jetzt nicht bedacht, dass das böse sind. Ne, ich habe gedacht, das wären gute. Ja, genau. Von da hinten rechts, da verwandelt sich ja nachher noch so ein Ding. Ja. Okay, das wird... Okay, pass auf, ich so mache. Ja, nichts verteufeln, aber es wird hart. Das ist ganz gut, dann hast du deinen Panzer zumindest frei. Die Artillerie fällt aber trotzdem noch auf das eine Gebäude. Weil der ja nur einen nach hinten geht. Ja. Er schießt auf den hinteren, dann schießt er auf den vorderen einfach nur. Bringt dir leider nichts. Da bringt dir auch nichts, der knallt dagegen. Du kannst den nach links prallen lassen. Ja, dann müsste einen rüber. Ne? Dann schießt du auf den Roboter. Nee, dann schießt der einen nach hinten. Scheiße. Ich da stehe. Auch nicht. Ja, da kannst du halt den wegkegeln. Dann schießt er halt neben den Roboter. Dann schießt er dahin. Ah, dein Panzer ist so RIP, ey. Mein Panzer ist RIP. Ich könnte so machen. Zumindest erstmal. Ja, aber dann wird dein Gebäude auf jeden Fall getroffen. Ja, aber ich meine, der stirbt dann. Ja, das stimmt. So, das heißt, das Gebäude ist schon mal raus. Ja. Heißt, ich muss mich mit den anderen Einheiten, ich habe nur noch eigentlich um den erstmal kümmern. Nee, um hinten den Artillerietypen noch. Ja, und um den Artillerietypen noch. Weil der schießt ja auf das andere Gebäude. Ja, aber wenn der halt hier dahin geht, dann habe ich da keinen Platz, um noch nicht durchzulaufen. Der Panzer ist immer noch am Arsch. Ja gut, da am Arsch ist, ist es eigentlich fast noch egal. Ja. Eh noch eine KI. Wir haben eh noch keinen neuen Fahrer. So, ich könnte so machen. Er hilft mir auch nicht. Das ist ganz schön verzwickt. So mache ich zumindest 4 Einheiten Damage. Und so will ich dem auch Damage machen. Ja, aber dann würdest du halt nur das Überleben von deinem Vieh sichern, ne? Ja. Wie komme ich denn da ran? Ja, du musst vor allem aus diesem Spinnennetz raus. Das wird echt helfen. Dass du mich da einschieße. Ja, wenn ich da einschieße, dann geht der einen nach oben. Ja. Aber der schießt trotzdem nach unten. Ja, aber du kannst mit deinem Panzer dann weggehen. Genau, mit meinem Panzer könnte ich dann dahin gehen. Dann schießt er seinen eigenen Typen an, das ist schon mal erstmal nicht verkehrt. Mit dem Panzer könntest du. Mit dem Panzer könntest du unten den Artillerietypen versuchen, einen rüber zu schießen. In ja, den Nebel. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt so mache, ja? Ja. Der geht einer unten. Ich gehe mit dem Panzer hinterher, um den wegzuschießen. Ja. Dann stirbt mein Panzer trotzdem. Ja, der Panzer ist eh tot. Davon müssen wir jetzt ausgehen. Aber dann hast du halt schon mal nicht mehr den Artillerietypen. Dann musst du nur noch dich um den hier kümmern. Nee, der andere in der Mitte bleibt ja auch, weil du ja nicht mehr da mittig reinschießt. Ja, stimmt. Oh, ist so. Okay, wenn wir so machen. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir nichts verlieren. Übel. Ja. Wir werden wahrscheinlich ein Grid-Teil verlieren. Okay, pass auf. Aber wenn wir den jetzt doch dahin schießen, ich mach so. Dann schießt der den ab. Aber der macht nur einen Damage. Der haut ins Nix. Die kriegen jeweils 2 Damage. Der könnte dahin gehen, könnte ich den töten. Okay, das heißt, der schießt mit dem Grid-Damage da drauf. Hilft mir auch nicht. Und der in der Mitte schießt ja auch noch auf den Grid-Damage. Ja, der schießt da noch drauf. Okay. Gehen wir davon aus, dass wir den Panzer verlieren. Wobei, ja? Mit dem Panzer... Geh nochmal drauf, dann könntest du mit dem Panzer einen nach links gehen und den einen ins Feuer schießen, oder? Und dann wird er auch nicht mehr das Gebäude angreifen. Ach nee, die knallen nicht weg, da sind 2, der bounce gegen den. Ach, verdammt. Ja. Ach, Mist, da ist kein freies Feld. Okay, dementsprechend, okay, das war natürlich jetzt richtig abfuckt, dass die Roboter nicht auf meiner Seite sind. Ja. Und das Vieh ist mega. Arschloch. Das ist echt krass, ne?
Okay, wenn wir jetzt so rum machen. Naja, also so rum hätte ich zumindest beide. Mit der Artillerie hätte ich meinen frei. Ja. Und er ist dein bester, das ist dein bester Schuss, den du machen kannst. Das ist der beste Schuss. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Ja, aber das eine, was Besseres kannst du wahrscheinlich nicht machen, ne? Ja, wobei, man kann mal zumindest kurz drüber nachdenken. Ja gut, ich darf im Smoke leider auch nicht angreifen, logischerweise. Kannst du mit deinem Panzer dann jemanden wegkicken noch? Ja, ich könnte den halt wegkicken, wenn der... wenn dahinter keiner steht. Mit nee, dem Panzer... Genau, den. Mit dem kannst du einen wegkicken, ne? Ja. Aber die schießen alle drauf den Panzer. Aber du kannst nicht, nachdem du ihn weggekickt hast, noch bewegen, oder? Nee. Wenn er geschossen hat, darf er nicht mehr laufen. Okay. Auf deiner Seite sitzt da eh nur eine Basic AI drin, wa? Drauf geschissen, ja, dass er stirbt. Ja, also der ist echt unnötig. Also müssten wir irgendwie dafür sorgen, dass der noch stirbt. Guck mal, du kannst doch... Ne, jetzt nicht mehr. Ne, du hättest eh nicht so weit laufen können. Du hättest nicht auf das Feld laufen können, wo du jetzt drauf hältst, ne? Nee. Nee, scheiße. Ich den... Ja, genau, dann hättest du den rüberkicken können, dann... Aber das geht ja auch nicht. 1, 2, 3... Besser. Ich darf immer drei Felder laufen, auf das Feld werde ich auf keinen Fall kommen. Ne, ist wie ein Pferdchen. Ja, weil sie der wird überleben, sogar. Weil? Ich den wegschießen kann. Ja, krieg gut. Kriegt er nur zwei Damage. Ja. Aber dann kriegst du. Ein Grid Damage. Ja, gut, kriegen wir ein Grid Damage. Ein Schaden. Dann ist dem so. Scheiße. Jetzt hast du gleich wieder so ein super. Resisted! Was? Nein, wegen der Grid Defense. Ja. Wow! Oh. Das ist okay. Bisher ist alles gut. Na, jetzt nicht mehr. Ja, doch, pass auf. Der macht die alle weg. Ja, ist der Schaden auf das Haus weg mit. Und tankt den einfach. Ja. Der schießt auf den. Und der schießt dahin. Und mal schießt auf den, aber die fallen dann an eine Position, wo die trotzdem noch ein Haus angreifen. Der ist direkt tot. Ach so. Ah ja, stimmt. Ja, das ist dann so. Er tankt halt den einen Damage, drauf geschissen. Ja. Bams. Ja, und der tankt jetzt halt noch einen Damage. Gut, wir haben einen Grid nicht verloren. Weil wir Lack haben. Genau, wir haben einen Grid nicht verloren. Nice. Alter, das war eine anstrengende Runde, muss ich sagen. Das war schwer, aber trotzdem alles... Ah, cool. Jetzt der Promoted. Jetzt hat er einen Mech-Reaktor mehr. Der hier. Also könntest du da... Guck mal. Ja, hast du keinen... Leider keinen geilen Moves gerade. Ja. Hat der noch irgendwas? Ja. Ich habe ja noch Reaktoren. Der kann erstmal einen mehr laufen, Alter. Das hat schon so oft... Hat schon so oft was gekostet. So, was ist hier vielleicht noch? Der steht ganz oft vorne drin. So, mehr her. Ja, er war gerade hardcore an der Front und wäre beinahe gestorben. Ja, okay. Nehmen wir das. And less before max damage, current 0 und protect the coal plant. Alles klar. Da sind ganz schön viele eingeeiste Roboter. Oh ja. Ach so. Gott, ich hasse dieses Spiel, weil das würde ich diesmal erledigen. Ich wollte gerade sagen, du musst echt beim Platzieren ja alleine schon gucken, dass das Fuckvieh, dass du die nicht so platzierst, dass du direkt zwei verlierst. Wird schon direkt übel werden können. Wenn ich so mache, ist schon mal schlecht. Find's nicht leider. Ich könnte so machen. Nee, könnte ich nicht. Wie kriege ich den jetzt in einer Runde tot? Was ist das denn für ein Scheißvieh schon wieder? Ich würde sagen, gar nicht.
Wobei, außer du nimmst einen Schaden, dann geht's. Stimmt, ich könnte aber so machen, oder? Tank, nee, genau. Dann krieg ich. Nee, hier, der Grid Damage wieder. Was für ein Grid Damage? Ja, da oben an dem Haus, weil mein Panzer wegfliegt. Ja, nee, du kannst aber mit dem Panzer den einen nach unten kicken und dann. Ach nee, da du musst. Kannst du deine Artillerie einen nach unten stellen? Ich kann einen nach unten stellen. Kannst du nicht. Nee, nicht noch einen nach unten. Nee, nicht noch einen nach unten. Ah, I see. So. Wobei doch, du kannst auf die Häuser ballern, dann fällt der einen nach oben und dann mit dem Panzer ballerst du den ins Wasser. Oder aufs Dingens. Ja, aber wenn ich so mache, dann ist er nur auf dem Eis. Ach, das ist Eis, das ist kein Wasser. Fuck. Ja. Nächste Runde, ne? Ja, sieht so aus. Aber nächste Runde wirst du die anderen dazu bekommen. Safe. Wer ist eigentlich da zuerst dran? Okay. Ah. So, kannst erstmal auf deinen eigenen Kollegen schießen, damit ich auf dich schießen kann. Du machst den kaputt, weil dann kann ich nämlich gleich rasieren, weil der wäre nämlich tot. Ja. Wenn halt anders gelaufen wäre. Kannst den runterkegeln. Ja, mach den weg, bam. Alles klar. Ach, der will seinen Kollegen befreien. Das gibt's aber nicht. So, und was haben wir hier? Das ist ein. Was macht denn der Lila da an Schaden? 3. Oh, 3. Oh, krass. Ich könnte so machen. Dann tank ich zwar, dann tank ich ein, aber dann ist der sofort tot. Das geht weg, der ist frei, der kann auf das Vieh endlich schießen. Aber mit meinem Mac hier stelle ich mich hier hin und schieße den einen rüber. Ja, das ist gut. Ja. Ist denn der eine auch vor dem dran? Spielt ja keine Rolle. Ach, weil der Eto. Ach, der hatte nur ein Leben. Okay. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Ah, sonst hätte ich gedacht, tankt der dann den Schaden auch noch. Ja, gut, der tankt mich da. Oh, nur eine Schuss, die angegriffen wird. Wenn ich so mache, ist schon mal schlecht. Ja, ich könnte aber so machen. Ja. Und den ballerst du einfach weg. Genau. Dann hast du das eigentlich. Dann könnte ich auch kaputt machen. Ja, aber du musst ja den einen Mech da wegmachen, ne? Der schießt jetzt auf die Factory. Ja, der schießt auf die Factory, ne? Ja, das ist recht. Den musst du auf jeden Fall töten. Den einen musst du. So rum. Genau. Ja, dann so. Jetzt schießt er dran vorbei. Er schießt eh sonst wohin. Und den kleinen Bongo, den machst du platt. Ja, was machst du denn jetzt? Ach so, okay. Damit ich mich nicht da reinstellen brauche. Na, schade, das geht wieder nicht. Okay, was machst du jetzt mit dem? Anders hättest du auch Schaden machen können. Ja, ja. Aber da hätte ich mich hier reinstellen müssen in den Schuss. Du kannst dich jetzt doch einstellen und gegen den anderen knallen, dann machst du beiden Schaden. Bam! Der eine ist sogar tot! Holy moly! LOL! Okay, warum? Was? Da habe ich jetzt auch nicht verstanden. Hab der. Hat der explodiert? Oh, der hat. Oh! Oh. Alter, wir sind ja richtig smarty pants, ey. Richtig Lackerschwein hier, ey. Oh, das haben wir nicht drauf geachtet, wir Bobos. Ah, gut, okay. So, last round. Ja, das ist jetzt easy hier. Klack. Ja. Wobei. Hätte jetzt mal in die Hose gehen können. Oh ja. 20% ist schon eine ganz gute. Aber ist halt so wie bei dir, wenn du bei TTT so 40% oder 20, 25% startest, glaube ich, ne? Bei dem Item. Ja, ich glaube schon, ja.